Ja, schönen guten Tag. Ich bin hier mit Professor Karl-Heinz Ludeking. Der Professor ist der Dekan der Bildenden Kunstabteilung an der Universität der Kunst Berlin. Bom, tive o privilégio de ser orientado do professor na minha dissertação de doutorado e hoje o professor vai falar para a gente de algumas obras que ele acredita que são relevantes para o século XXI. São 28 obras, não sei se vai dar para falar de todas as obras, mas ele se colocou à disposição para esse curso que a gente está fazendo pela internet. Bom, e o professor vai falar para a gente dessas obras, né? Vamos lá. Na, guten Tag. Ja, wir müssen jetzt anfangen mit diesem. Ja, jetzt nehmen wir schon auf. Also soll ich einmal so kurz durchgehen? Oder? Das weiß ich nicht. Ja, wir können mal über Julien Merveto anfangen. Ja, gut. Okay. Vielleicht einige andere Maler. Oder, ja, das ist eine malerische Kunst, ne? Sie hat auch in Rhodes studiert, ja, die Frau in dieser Schule auf der Insel in Rhodes. Rhode Island School of Design? Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall ist sie in Addis Abeba geboren, in Äthiopien, und ist dann nach New York gekommen. Und 2001 hatte sie ihre erste Ausstellung, die ich glücklicherweise auch damals sehen konnte. Und da war unter anderem dieses Bild zu sehen. Ein sehr großes Bild, etwa 5 Meter breit, das mich damals begeistert hat. Und wenn ich Geld gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich für ungefähr 10.000 Dollar, 15.000 Dollar kaufen können. Mittlerweile kostet es, glaube ich, 2 Millionen. Mhm. Julie Merveto ist deshalb interessant, denke ich, weil sie in ihrer Malerei eine Art Versuchsanordnung für den Betrachter mit anstellt. Also sie zeigt nicht nur ein Bild, sondern sie erfordert ein bestimmtes Verhalten. Und zwar, man muss zunächst mal in der Regel natürlich das Bild von Weitem sehen. Dann sieht man eben dieses gesamte Design, das sich uns natürlich nicht erschließt. Wir wissen nicht, was das sein soll. Und aufgrund dessen, dass man dann auch eine Menge von kleinen Details aus der Ferne erkennt, ohne zu wissen, was es wirklich sein soll, geht man näher heran und erkennt dann sehr kleine, präzise Zeichnungen von Grundrissen, von Aufrissen von Gebäuden. Und man kann das leider auf dieser Abbildung nicht so sehr gut erkennen. Jedenfalls, das ist genau auch die Absicht, die sie damit verfolgt. Sie möchte quasi das Bild jeweils zur Hälfte unsichtbar machen. Man sieht entweder das große Design, das große gesamte Gerüst des Bildes, das sie auch in sehr großen Flächen einfarbig anlegt. Und auf der anderen Seite sieht man eben sehr kleine Details, und wenn man aber so nah daran steht, dass man die erkennen kann, kann man eben das Bild als Ganzes nicht mehr sehen. Mhm. Und das ist sehr interessant, weil sie damit eigentlich abrückt von dem, was auch in der Geschichte der Moderne immer in der Malerei gemacht wurde. Nämlich, man hat ja oft versucht, das Bild so zu gestalten, dass man es mit einem Blick erkennen kann. Mhm. Meinen Sie, also sie schafft gleichzeitig eine Escher und ein Pollock sozusagen, ja, zu sein? Also es geht also Pollock, es erinnert ja ein wenig an Pollock. Oder Kandinsky, ne? Das ist ja, Kandinsky. Aber das ist natürlich, wie man sieht, offenbar auf die Leinwand projiziert. Ne? Das ist nicht einfach so aus der Bewegung der Hand entstanden, sondern das sind Formen, die sie irgendwo vorgefunden hat. Denn so aus der Hand kann man das eigentlich gar nicht so erfinden. Und interessant ist, dass sie eben diese
Beziehung zwischen nah und fern, die es ja in der Malerei immer gegeben hat, ne? Bei Tizian zum Beispiel oder Tiepolo. Wenn man nah herangeht, sieht man eigentlich nur ein Durcheinander von verschiedenen Farben, die eher an den Dreck in einer Gosse erinnern, wie Delacroix sagte. Aber sobald man mehrere Meter zurücktritt, fällt gewissermaßen alles an den richtigen Ort und man hat ein wunderbares Gemälde. Dabei war es aber immer so, dass die Fernsicht eigentlich die dominierende war. Und bei ihr ist es so, dass Nahsicht und Fernsicht gleichberechtigt sind, sodass der Betrachter sich nie ein vollständiges Bild machen kann. Das ist, glaube ich, typisch für das 21. Jahrhundert. Okay. Er hat entweder eine globale Perspektive, genau, oder eine regionale, genau, fokussierte, genau, aber der verbindet, ja, das schwer. Wenn er das eine sieht, sieht er das andere nicht und umgekehrt. Aha. Wir können ja mal weitergehen. Gehen wir mal. Also das ganze Seminar, aus dem wir hier etwas jetzt besprechen, ist chronologisch aufgebaut gewesen. Es wurde von jedem Jahr von 2001 bis 2014 jeweils ein und noch ein weiteres Bild, ein Werk, nicht ein Bild, besprochen. Und vielleicht ist es ganz sinnvoll, dass wir es wiederholen, wenn, ja? Ja, wenn wir einfach mal so durchgehen, denn das finde ich, ist, glaube ich, es gibt so ein doch verhältnismäßig vollständiges Bild über das, was so das im 21. Jahrhundert gemacht wurde. Sehr schön, ja. Vielleicht können Sie mal dann irgendwie weitermachen. Ich mache das, ja. Ich würde so ein bisschen erzählen.